Gut. Ja, da strömen schon die ersten Leute rein. Warten wir noch eine Sekunde. Trink oder einen Schluck, ne? Gut, ja. Gut, dann darf ich schon mal meine Gäste heute vorstellen. Zum mittlerweile vierten oder fünften Webinar, die wir es ja seit der Corona-Zeit jetzt gemacht haben. Ja, heute wirklich Schwerpunkt Thema Gastronomie, also die Restaurants. Wie geht's denen? Wir haben jetzt viel über die Hotels gesprochen die letzten Wochen. Und da habe ich heute zu Gast den Thomas Dofer aus Mautern in Niederösterreich. Ihr habt geschrieben, Sternekoch ist nicht ganz korrekt, ich weiß, Nein, in aber für Österreich nicht ganz. nicht ganz, ich weiß. Aber ich weiß, die deutschen Kollegen, die haben es wahrscheinlich nicht ganz so mit den Hauben. Und ihr habt ja mal 2 Sterne gehabt, habe ich gelesen. Richtig, ja, genau. Gut. Solange wir bewertet wurden, haben wir 2 Sterne gehabt. Genau. Genau, Thomas selber, viel herumgekommen, ich habe gelesen, auf Wikipedia in Sydney warst, auch in Baras in Deutschland, heißt, du kennst ja auch ein bisschen gut in Deutschland aus. Ja. Und jetzt eben im Mautern. Wird da so der Partner sein in dem Gespräch, das Ganze, was Fine Dining betrifft, auch Sterne-Gastronomie, Sterne-Hotellerie, du bist ja selber super vernetzt und kannst uns da sicher viel erzählen. Ja, auf der Gerne. anderen Seite, der Marc Übelherr, danke nochmal, Marc, kurzfristig, wir kennen uns persönlich noch nicht. Und Marc ist Geschäftsführer von der O Julia, ist umtriebiger Gastronom. Du hast mir erzählt, du bist vom einfachen Barkeeper zum Multibetriebsgastronom selber hochgearbeitet, hast 13 Betriebe, 400 Mitarbeiter und noch 27 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wird sich das ja vielleicht ein bisschen ändern, aber da reden wir dann auch nochmal drüber. Ja, vielen Dank. Starten wir direkt Sehr gerne. kurz an alle Teilnehmer und Gäste. Ihr habt unten ein F- und A-Feld, Q&A. Je nachdem, in welcher Sprache ihr das verwendet, da könnt ihr im Laufe der Diskussion einfach Fragen stellen. Also einfach reinschreiben, wenn ihr dem Thomas oder dem Marc was fragen wollt, stellt die Frage rein und wir versuchen dann eigentlich alle Fragen abzuarbeiten. Könnt direkt loslegen. Gut, ja, fangen wir mit dir an, Thomas. Wie geht's dir und was machst du jetzt den ganzen Tag? So viel Freizeit hast du ja seit Jahren nicht mehr gehabt, oder? Ja, das ist so. Weil in der Wachau diese Jahreszeit eigentlich ganz wenig los ist und wir unseren Betrieb nicht offen, also es zahlt sich nicht aus, unseren Betrieb eben offen zu lassen in dieser Zeit. Somit habe ich Urlaub schon gehabt. Wir haben dann am 6. März unser Restaurant aufgesperrt, waren eigentlich sehr motiviert. Alle Mitarbeiter waren da. Wir haben sehr viel investiert heuer im Jänner und im Februar. Das heißt, wir haben ein kleines Hotel mit 10 Zimmern. Wir haben alle Zimmer klimatisiert. Ich habe einen neuen also einen Herdblock bekommen für meine Küche. Wir haben ein Personalhaus gebaut, waren eigentlich sehr motiviert, haben am 6. aufgesperrt und haben dann eine Woche später wieder zusperren müssen. Und das hat uns dann wirklich getroffen wie der Hammer. Seit der Zeit, seit wir jetzt daheim sein müssen, ich verbringe die Zeit natürlich mit meiner Familie. Das ist einmal, was sehr positiv ist. Zum einen, die Kinder sind sehr viel zu Hause. Ich versuche mit meiner Frau und auch für unsere Kinder die Tagesabläufe mehr oder weniger zu strukturieren, dass die Kinder ihre Aufgaben haben. Das Homeschooling funktioniert eigentlich sehr gut. Sie übernehmen da sehr viel Verantwortung. Andererseits habe ich auf Facebook und Instagram so ein Quarantäne-Cooking, wo ich jeden zweiten Tag kleine Kochvideos mache, eher für den Hausgebrauch, also jetzt keine Profirezepte, sondern eher den Leuten ein bisschen das Kochen vielleicht wieder heim zu erleichtern. Und zusätzlich stehe ich dann eben noch in unserer Restaurantküche und mache ein bisschen Essen zum Abholen für die Leute aus der Region. Also das mache ich halt alleine, weil dadurch jetzt den Herdblock ein und die Mitarbeiter, wenn sie dann zurückkommen, haben dann einen gut vorbereiteten Ofen zur Verfügung. Aber ansonsten ist natürlich ein Wahnsinn, weil es dauert jetzt schon sehr lange. Und in Österreich, wir haben jetzt wenigstens einmal ein Ziel in Sicht, was wir am 15. konkret aufsperren dürfen mit Mittag und Abend. Weitere Auflagen kommen nächste Woche. Wir werden schauen, wie es dann ausschaut. Hast ganz kurz das Thema Mitarbeiter angesprochen. Wie hast du das gehandhabt? Waren die schon da und hast die müssen nach Hause schicken oder wie war das bei euch? Ja, also wir haben unsere Mitarbeiter, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, war
das noch nicht das Thema, dass die Restaurants ja zusperren müssen. Man hat natürlich schon mitgekriegt, dass Corona natürlich schon ein präsentes Thema war, aber keiner hat damit gerechnet, dass wir unsere Betriebe jetzt sofort dann zusperren müssen. Und unsere Mitarbeiter vom abmelden müssen. Zuerst hat sich auch sie ausgesprochen, den Betrieb ist nicht immer verlängert worden, was sicher so gut und in Ordnung war, weil hat ja nicht gewusst, was passieren wird und was auf einen zukommt. Und wir haben einfach auch an die Loyalität unserer Mitarbeiter appelliert. Und wir haben allen Mitarbeitern eine Wiedereinstellungsbestätigung bekommen und eine schriftliche Zusage, dass sie die Urlaub nicht verlieren, ja auch in dieser Zeit. Mhm. Und wir werden auch alle Mitarbeiter wieder einstellen, wenn es losgeht. Je nachdem, wie es losgeht, aber es werden auf jeden Fall wieder alle, die da waren, wieder anfangen. Marc, kurz zu dir, wie war es bei euch? Also was machst du jetzt? Wo bist du jetzt gerade? Und vielleicht auch nochmal als zweite Frage, Mitarbeiter. Du hast 400 Mitarbeiter, wie seid ihr da vorgegangen? Gut, erstmal ein herzliches Hallo aus München. Freue mich erstmal, dass wir hier so einen tollen Dialog, vor allen Dingen sind alles Kollegen, mit denen wir hier gemeinsam sprechen und die Zuhörer. Das ist immer toll, dass man in so einer Situation gemeinsam sich austauscht. Ich halte es für unglaublich wichtig. Ich bin unter anderem auch im Aufsichtsrat vom Leaders Club Deutschland. Da begleitet aus der österreichischen Seite auch der Heiner Raschhofer den Leaders Club Deutschland mit. Und wir sitzen täglich in Calls mit natürlich fast 600 Betrieben und tauschen uns aus, wie wir was verbessern und verändern können. Ich persönlich erstmal zu meiner Seite nützt die Zeit natürlich auch wie Thomas. Die ersten zwei Wochen direkt an Anschluss der Schließung haben wir erstmal versuchen müssen zu fassen. Bei 12 Betrieben waren wir natürlich erstmal in Schockstarre zu verstehen, was tut man in der Zeit. Und da ist man natürlich erstmal sehr viel im Verwaltungsbereich tätig und ist erstmal sehr nervös, weil ja sich die Schlagzeilen von Tag zu Tag erhöht haben und verändert haben. Und da war man schon sehr verängstigt hier mitten in München und was eigentlich alles so passieren kann. Und letztendlich haben wir uns ordnen müssen, sortieren müssen, Gespräche führen müssen und natürlich den Verwaltungsapparat, Thema Kurzarbeit, Thema Mieten. Man muss ganz schnell schauen, wo steht man in den Betrieben. Und nachdem wir 12 Betriebe haben, müssen wir jeden Betrieb einzeln anschauen. Und da muss man sehr unterscheiden zwischen Betriebe, die gerade eröffnet haben, Betriebe, die im Bau sind, Betriebe, die schon sehr gut laufen und Betriebe, die vor allen Dingen von der Krise schon kommen und wieder in eine neue Krise reingehen. Und das ist ein großes Feld, was ich da gerade erzählen kann. Und so ist es nämlich, wenn man verschiedene Betriebe hat und weiterhin in der Expansion steht. Natürlich sind wir nach 2 Wochen sortiert gewesen. Und dann kommt man auch mal in so eine Phase des Nachdenkens, was macht man eigentlich mit seinem Berufsleben, was macht man eigentlich überhaupt mit seinem Leben. Ich für meinen Teil kann jetzt sagen, ich restrukturiere jeden einzelnen Betrieb und versuche das, was ich immer machen wollte, jetzt anzupassen und auch zu sehen, dass er sich vielleicht, wenn er in der Krise ist, ob er wieder aus der Krise rauskommt, wie er dasteht und ob das auch Zukunft hat, um notfalls sogar auch einen Betrieb die Reißleine zu ziehen, wenn es dann mit Überschuldungen letztendlich erst später im September dann ist. Das muss man genau anschauen. Da muss man auch mal Fachleute hinzuholen. Da muss man ein bisschen Betriebswirtschaft verstehen und vor allen Dingen auch mit verschiedensten Menschen, die in der Branche sind, auch sich austauschen. Dann gibt es natürlich auch das Thema Expansion bei uns. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance, auch wenn sich das jetzt gerade sehr, sehr, sehr komisch anhört. Aber wir nutzen natürlich auch die Zeit, die wir jetzt haben, die Expansion trotzdem für 2021, 2022 voranzutreiben und natürlich auch die Grundlage für das, dass es vielleicht der eine oder andere Betrieb nicht schafft, herzunehmen, die Mietverträge nochmal anders zu verhandeln, vielleicht auch die Investitionen anders zu tätigen, wie man früher immer
gesagt hat, man kauft alles neu und macht alles neu. Es sind andere Finanzierungspläne jetzt vielleicht dahinter. Und daher schauen wir uns ganz genau an und sind hochmotiviert, in der Krisenzeit Dinge zu restrukturieren und in die Zukunft zu schauen und auch sehr besonnen in die Zukunft zu schauen, weil das sich definitiv was ändert in der Hotellerie, Gastronomie. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir hatten jetzt heute nochmal das Glück, wir können auf die einzelnen Punkte auch nochmal eingehen, aber dass wir zumindest mal die von den 19% Mehrwertsteuer erstmal ab Juni voraussichtlich 7% für den Wiederaufbau hilft das schon, aber das ist natürlich noch nicht genug, weil man ja natürlich noch nicht weiß, was uns der Wiederaufbau kostet. Da sind wir einfach 2 Wochen noch hinter Österreich. Wir haben noch eine Glaskugel, wo wir noch keine belastbare Zukunft haben und noch kein Timing haben, in dem wir wirklich wissen, ab wann wir starten und vor allen Dingen wie. Das mal allgemein. Zu meinen Mitarbeitern kann ich sagen, also wir sind sehr eng zusammengerutscht. Wir haben keine einzige Kündigung bis dato raus. Also nicht mal diese Leute, die in der Probezeit sind. Ich bin der Meinung, was vielleicht vorher die Mitarbeiter, wo der Markt sehr eng war, nicht verstanden hatten, was ein Unternehmer heutzutage für Risiken trägt, ist vielleicht jetzt ein ganz anderes Verständnis da. Das hoffe ich zumindest mal beim großen Teil. Und die schätzen vielleicht wieder den Arbeitgeber etwas mehr, wie zu sagen, ich finde sowieso auf breiter Basis auch sehr schnell Alternativen. Das war ja so, dass wir uns eher bei den Mitarbeitern noch vor 4 Wochen bewerben müssten. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen ausgewogener und die Zeit bereinigt das Ganze ein bisschen. Also insofern, ich stehe zu den Mitarbeitern in der Hoffnung, dass diese Loyalität uns langfristig ausbezahlt. Und deswegen versuche ich hier natürlich einen Spagat zu schaffen zwischen Kurzarbeit und Aktivierung der aktuellen Betriebe. Und ja, da stehe ich dahinter und möchte auch so aktuell bleiben, insofern sich nicht ja rein von der Natur her, also sprich von diesem Coronavirus, nicht noch anderes verändert. Danke dir, Marc. Thomas, ja, ich meine, aller Voraussicht nach Österreich, 15. Mai, das ist so der Plan jetzt für alle, auf die sich alle vorbereiten. Ihr wahrscheinlich auch. Wie hast du die Zeit genutzt? Hast du die Zeit genutzt, so ähnlich wie der Marc, dass du sagst, okay, vielleicht ein paar Sachen restrukturiert oder hat es bei dir auch so Überlegungen gegeben, okay, wie bereite ich mich auf diesen Tag X, jetzt der 15. Mai vorerst, vor? Gut, grundprinzipiell ist es ja bei uns auch noch so, dass wir mit nächster Woche noch Informationen von der Regierung kriegen. Das heißt, wie wir quasi agieren dürfen. Ganz oder ziemlich sicher ist einmal, dass das Servicepersonal mit Mund- und Nasenmaske arbeiten muss. Wie viele Personen im Restaurant sitzen dürfen, wie groß die Gesellschaften sind, das ist noch nicht ausgesprochen. Also das sind natürlich Sachen, die uns dann auch ab nächster Woche dann damit beschäftigen. Also jetzt momentan wissen wir, dass wir anfangen dürfen mit 15. Mai, Mittag und Abend geöffnet halten dürfen und alles andere müssen wir dann auch nächste Woche entscheiden und da werde ich mich dann auch mit meiner Frau dann auch zusammensetzen oder wir werden das auch dann ganz genau besprechen, wie groß der Mitarbeiteraufwand dann, muss man in Schichten arbeiten, man weiß es ja nicht, es gibt ja andere Beispiele in anderen Branchen, wo Mittag und Abend die Schichten getrennt sind, damit, falls eine Ansteckung passiert, damit man dann wenigstens mit einer zweiten Schicht arbeiten kann. Also das wissen wir alles noch nicht. Wobei wir natürlich mit allem rechnen und für alles gewappnet sind. Aber wie gesagt, nächste Woche kriegen wir dann die restlichen Informationen und ja, schauen wir mal, wie das dann wird. Stichwort Maskenpflicht. Ich meine, Fine Dining, das ist eine ganz spezielle Zielgruppe. Die Frage, wird der Gast, also er muss die Masken ja auch irgendwie akzeptieren, aber was glaubst du, wie wird der Gast das sehen? Sagt er dann vielleicht, okay, ich warte mal ab, bis die Maskenpflicht weg ist, oder glaubst du, sind die da sehr tolerant? Gut, für einen Gast besteht ja keine Maskenpflicht in Österreich, also ist ja wie gesagt fürs Personal. Ja. Ob man dann mit Stoffmasken arbeitet oder mit diese Glas oder diese Kunststoffvisiere, die sicherlich ein bisschen sympathischer dann wären, weil ich meine, es geht bei einem Service und das ist, ob das Fine Dining ist, das ist oder im Kaffeehaus, das ist so ganz egal, wo das dann stattfindet. Mhm. Die Gestik und Mimik mit dem Mund und so weiter, also das ist da irgendwie, was auch dazugehört. Und wenn ich hinter der Stoffmaske dann dem Gast irgendwie versuche, was zu erklären,
Das wird nicht so funktionieren. Also wir tendieren jetzt einmal in diese, nennen wir es jetzt Plexiglas-Visiere, okay, damit einmal das Ding einen Namen hat und dann schauen wir weiter. Viele Themen natürlich, wo man uns momentan noch gar nicht so bewusst sein, wie es mit den Speisekarten, darf man die ausgeben, muss man für jeden Gast eine eigene Speisekarte haben, müssen die dann desinfiziert werden. Viele Sachen, wo man dann eigentlich dann ganz genau drüber nachdenken werden, wenn es nächste Woche diese Informationen draußen sind. Okay. Marc, in Deutschland ist alles noch ein bisschen unklarer, was da jetzt so kommt. Aber jetzt mal prinzipiell, du hast kurz angesprochen, ich meine, man liest überall, die Restaurants sind teilweise von einem Monat auf den nächsten finanziert, die Margen sind gering, hohe Mitarbeiterkosten und so weiter. Extrem preissensible Gästeschicht in den meisten Bereichen. Was glaubst du, wie wird sich die Landkarte, die Gastronomielandkarte in Deutschland, wie wird sich die ändern? Wird sie sich ändern und in welche Richtung? In speziell jetzt auf die Preise auch und auf das Ausgehverhalten, oder? Im Prinzip, also die ganze Landkarte der Gastronomie, das, was wir bis jetzt gewohnt sind, wird es weiter so sein oder glaubst du, wird es da Veränderungen geben? Also ich glaube sicherlich, dass es Veränderungen gibt, weil solange der Virus nicht besiegt ist und kein Impfstoff ist, werden wir damit lernen müssen, umzugehen, sofern wir unsere Wirtschaftsmotoren anlassen wollen. Ich glaube sicherlich, dass es eine Bereinigung geben wird für die Leute, die einfach schon immer Schwierigkeiten hatten oder den Job, sagen wir mal, unterschätzt haben nach dem Motto, ich kann ein Bier zapfen und dadurch bin ich Gastronom. Das ist ja bei uns auch so, dass das Thema immer, dass das jetzt ist ja berechtigt, dass Leute einfach lange Wege gehen müssen, um erfolgreich zu sein und hart arbeiten müssen, um Renditen zu erwirtschaften. Das wissen wir alle. Also das wird sicherlich eine Marktbereinigung geben, unabhängig davon. Das ist auch nicht schlecht, ohne dass man es jetzt einen persönlich wünscht. Es sind natürlich auch Unglücksfälle dabei, das ist eben auch unterschiedlich. Das Ausgehverhalten selber, klar, wir haben im Systembereich, muss man unterscheiden, wird es Änderungen geben, weil ich glaube, die tun sich etwas einfacher, weil wir da im Preissegment sind bei den Pizzenkonzepten, die 7-8 Euro sind, die Masse nochmal erträgt und sich der Kunde letztendlich Wiederholungstäter eher ist, um 10 Euro auszugeben. Ich glaube, dass Fine Dining persönlich, da sind wir ja auch mit Partnern zusammen. Wir haben das Koi ist ein Sharing-Konzept. Da muss man überlegen, wie geht man damit um. Sharing ist natürlich momentan das größte Chaos, was man machen kann. Teilen, Essen am Tisch und jeder nascht vom anderen. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, wie das jetzt funktionieren soll. Also da wird es Änderungen geben, inwiefern sich dann der Konsum in Atmosphäre nicht mehr nebeneinander, sondern Abständen mit viel Weinen aufzuziehen. Ich glaube, auch hier wird der Verstand etwas Veränderungen bringen, weil höher, weiter, mehr. Man ist jetzt ein bisschen in Demut. Auch die es noch nicht passiert hat, man ist ein bisschen auf Vorsicht. Es wird wahrscheinlich mit dem Geld nicht mehr so rumgespritzt, zumindest nicht mehr mittelfristig. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Aber meine persönliche Einschätzung ist weiterhin, wer Dienstleistung bringt, auch in der Krisenzeit, das kann man beim Takeaway schon tun, und Qualität setzt, wird sich am Ende auch durchsetzen. Das ist mein Credo auch nach wie vor. Und natürlich im Hotelbereich, wenn ich mir anschaue, das Beispiel hatten wir vorhin kurz, auch hier muss man sich die Frage stellen, ich habe es vorhin gerade erzählt, ich habe noch so einen halben Karton Reisekosten abrechnen, ich weiß gar nicht, ob ich die noch abrechne. Zum einen steuerlich macht es keinen Sinn, wir haben genug Verluste, gerade um Steuerthemen zu beseitigen. Auf der anderen Seite muss man sich wirklich fragen, ob ich für einen Termin mich in den Flieger setze oder in die Bahn setzt oder ins Auto setzt, um 3 Stunden Meeting zu machen und 6 Stunden Reisekosten zu produzieren. Oder ich das wie jetzt gerade hier über Telekommunikation oder Videokommunikation, was wir gerade alle lernen. Ich bin ja da ganz schlecht drin. Habe jetzt sehr viel gelernt, wie man Konferencings macht, wie man sich zuschaltet. Um vielleicht auch Dinge sehr schnell zu reagieren, zu ändern, sich untereinander zu verstehen, abzustimmen, wie man manche Veranstaltungen plant. Ich glaube, da passiert einiges. Also auch im Hotelbereich bin ich mir sicher, wird es Veränderungen geben, nicht nur vom Tourismus, aber da können wir gerne nachher nochmal fürs Ausland auch sprechen. Ja, aber das sind so mal meine Prognosen zusammengefasst und ja, da gibt es einiges, was sich ändern wird. Es wird nicht mehr so, wie es war.
Muss ich kurz mal, also wir haben schon die erste Frage bekommen, nochmal an alle Zuschauer, ihr könnt unten in diesen F&A, Q&A eure Fragen posten, die dann auch an Thomas und den Marc weiterreichen wird. Der Bobby Breuer hat gefragt an Marc, Mehrwertsteuer 7% ab 1. Juli, bedeutet das jetzt auch, dass die Gastro erst ab 1. Juli aufmachen darf? Und da gleich die Frage nach, weil ich habe sie mir auch aufgeschrieben. Was ist so deine Prognose für die Öffnung der Gastronomie-Hotellerie in Deutschland? Wann es wieder losgeht. Genau. Ja, also meine, also erstmal schönen guten Tag an Breuer. Vielen Dank, dass wir uns persönlich nicht kennengelernt haben, aber jetzt mal übers Tool auch schön, vielleicht im Nachgang nochmal. Also ich, meine Einschätzung ist, wie ich es jetzt politisch und auch vom Leaders Club Deutschland einschätzen könnte, wäre für Bayern Juni. Also das kann ich mir gut vorstellen. Wobei natürlich der Söder auch da Mehrwertsteuer sehr stark die Fahne gegeben hat, aber er noch nicht sagt tatsächlich, wann er loslegen will. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Eröffnung mittags erstmal im ersten Schritt ab Juni, Mitte Juni spätestens, also nach Pfingsten möglich ist. Aber ganz kleine Schritte. Da sind wir in Bayern zu vorsichtig oder ich würde sagen auch vorsichtig einfach, weil es uns am meisten betroffen hat. Vielen Dank. Der Bobby schreibt, kann man nachholen, auch vor Juni, nur mit Abstand. Smiley. Thomas, du bist extrem vernetzt mit vielen Köchen, nicht nur in Österreich, auch außerhalb. Was hörst du von deinen Kollegen? Gibt es da Unterschiede von Ländern, auch von der Positivität, von der Zuversicht, was die Zukunft betrifft. Was hörst du so von deinen Kollegen? Was nimmst du da wahr? Du, also es ist natürlich schon so, dass momentan, wie wir es ja in Österreich auch gehabt haben, solange du nichts weißt, gibt es sehr viele Gerüchte, die irgendwo durch diverse Medien schwirren und jeder erzählt, was er nicht vielleicht schon irgendwo gehört hat oder er kennt irgendjemand, der weiß irgendwas. Also in Wahrheit geht es wirklich darum, abzuwarten, was die Regierungsmeldungen dann sind, weil du kannst nur mit dem dann auch agieren. Bin ja mit Andreas Caminari in der Schweiz sehr gut befreundet. Die haben genauso wenig Informationen, glaube ich, momentan, wie es in Deutschland auch momentan der Fall ist, wann man starten kann, wie es losgehen soll. Wie gesagt, ich kann jetzt für Österreich sprechen mit dem Heinz Reitbauer, mit dem ich immer regelmäßig im Kontakt bin, wo wir sehr viel auch diskutieren. Er glaubt, dass natürlich die Großstädte wahrscheinlich doppelt getroffen werden, weil natürlich auch der internationale Gast fehlen wird, ob das dann in München ist oder Wien oder Berlin, was auch immer. Das wird sicherlich da auch noch einmal erschwerend dazukommen. Die Hotellerie garantiert wird darunter leiden. Wir Restaurants am Land, sage ich, wenn die Leute raus dürfen, und es gibt ja bei uns in Österreich ab dem 1. Mai auch Ausgangslockerungen, also man darf sich mit Freunden, mit engen Freunden treffen, man darf wieder Familientreffen stattfinden lassen, alles im gesitteten Rahmen natürlich, aber das ist auch eine Lockerung, die sicherlich ein bisschen dazu beiträgt. Und wenn dann die Gastronomie, ich sage jetzt am Land, öffnet, wir haben auch einen schönen Gastgarten bei uns, wir sind optimistisch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben Hoffnung, dass wir wenigstens gut starten können und nicht ganz auch am Anfang alleine im Restaurant stehen und nur auf Gäste warten. Also ich denke schon, es gibt auch sehr viel Solidarität von unseren Gästen, die uns schreiben und auch, was auch sehr augenmerklich war, wir haben, wie die Regierung bekannt gegeben hat, dass am 15. Mai Mittag und Abend geöffnet werden darf, dann sind schon Reservierungen wieder reingekommen und das ist auch bei anderen Kollegen im Salzburger Raum haben wir auch mitbekommen, dass da schon wieder Reservierungen stattgefunden haben. Also die Leute warten schon drauf, dass sie wieder raus dürfen, dass sie auch gerne wieder essen gehen wollen. Im kleinen Rahmen vielleicht mit der Familie. Jeder hat wahrscheinlich jetzt daheim genug selber gekocht. Und ja, vielleicht freut man sich dann wieder aufs Restaurant. Ja, das ist ja eine interessante Sache, was du ja gesagt hast, dass die Kunden jetzt wieder buchen, vor allem für Deutschland, da wo es wahrscheinlich noch nicht ganz so ist. Also war es dann auch relativ schnell, sobald man mehr Informationen gehabt hat, ist dann auch wenigstens ein bisschen was passiert. Absolut, ja. Und ich denke, dass wenn nächste Woche dann die nächsten Meldungen rausgehen, also die Gäste sind schon sehr positiv
Und es trifft ja nicht nur die Gastronomie, es trifft ja andere Branchen genauso. Also da müssen wir auch über unsere ganzen Landwirte reden, über unsere ganzen Zulieferer, die ganzen Bauern. Die Spargelernte ist irgendwie in Deutschland, in Österreich steht unmittelbar vor. Also die Haupternte steht unmittelbar bevor. Und wo soll man die Ware an den Mann bringen, wenn nicht jetzt in der Gastronomie? Der Endverbraucher ist vielleicht zu wenig mit dem, das reicht nicht aus. Meine Jäger haben angerufen, weil der Maibock natürlich in Österreich jetzt so ein Thema wird. In der Wahau darf man ja jetzt schon schießen. Also sprich in Niederösterreich ein bisschen früher wie im Rest von Österreich wegen der Weinberge. Aber unsere Jäger kriegen das Wild jetzt auch nicht los, weil der Hauptabnehmer ist immer noch die Gastronomie gewesen, vor allen Dingen in Jahreszeiten, wie es jetzt ist. Wir haben traumhaftes Wetter, unser Gastgarten wäre wahrscheinlich voll heute. Und ja, also wie gesagt, auch an die muss man denken, also dass da sehr viel andere auch auf der Strecke bleiben. Ich möchte kurze Frage nachschießen. Wir haben das Thema Fine Dining oder Sterne-Gastronomie, ist ja kein Geheimnis, dass viele Betriebe, manche arbeiten sehr, sehr profitabel und bei vielen ist es oft, es gibt Betriebe, die sind finanziert durch Liebhaberei oder sonstige Sachen. Also sind ja meistens eher noch schmaler bei Kasse wie manch anderen. Wenn wir jetzt wirklich auf das Fine Dining-Segment schauen, was glaubst du, wird es dann eine Konsolidierung geben oder wie siehst du die Zukunft? Also ich denke, dass, ich rede jetzt mal von unserem Konzept, wie wir es ja bei uns im Restaurant machen. Also wir sind ja, ich glaube, mit 18,5 Punkten ausgezeichnet im Gourmet, damit man ein bisschen so ein Gefühl hat, wo wir uns bewegen. Wir haben drei Menüs, die dem Gast zur Wahl vorgelegt werden. Es gibt bei uns Tagesempfehlungen, also wir haben ein sehr breites Angebot, ein großes Angebot. Ich denke, dass vielleicht Restaurants, die vielleicht nur ein Menü anbieten werden, sich vielleicht da auch was überlegen werden, in Zukunft vielleicht sich ein bisschen breiter aufzustellen, weil natürlich auch diese Foodies, die durch die Welt reisen, wahrscheinlich in den nächsten Wochen fehlen werden. Ich glaube, das Takeaway auch für viele kein großes, aber ein kleines Standbein nebenbei bleiben wird. Alle, die das jetzt wahrscheinlich in dieser Zeit machen, werden es dann wahrscheinlich danach weitermachen. Und wir sind bei uns im Restaurant halt schon sehr breit aufgestellt mit dem Angebot. Wir sind auch ein Familienrestaurant. Wir bieten auch für Familien immer dann nebenbei noch Empfehlungen an, wenn eben Bedarf ist. Wir sind sehr flexibel und ich denke, dass das natürlich auch in Zukunft so sein wird und alles andere wird man dann schon sehen. Ja, Marc, wir haben eine weitere Frage von Malte Vogel. Also, das ist deine Meinung zum Rettungsschirm der deutschen Regierung. Und er schreibt, es gibt ja momentan eine Online-Petition, die unter anderem von Tim Melzer, Tim Raue unterstützt wird, die fordert, dass eine finanzielle Unterstützung stattfinden soll. Und dass halt die Mehrwertsteuer dauerhaft gesenkt werden soll. So wie ich das mitgenommen habe, ist das jetzt... Wie ich vorhin schon zur Einleitung gesagt habe, also wir haben, ich nenne das mal Leaders Club, es gab ja, wer das mitbekommen hat in den Medien vor kurzer Zeit, dieses leere Stühle für leere Versprechungen in Dresden. Das war eine ganz tolle Aktion, dass die Dresdner Kollegen da praktiziert haben. An dieser Stelle für alle Österreicher oder auch natürlich alle Münchner, die jetzt zuhören und Gastronomen. Also wir haben die Initiative mit dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband und da kann man auch www.leadersclub.de gehen, ohne die Werbung zu machen. Da steht die Sache im Vordergrund. Wissen wir natürlich auch, dass das nicht reicht, um die Wiederbelebung der Gastronomie zu gestalten. Also wir brauchen Geschenke, die wir nicht zurückzahlen müssen, um die Überschuldungen letztendlich zu stoppen. Und natürlich ist das ein tolles Tool, dass man 7% auf Speisen zahlt. Das wissen wir alle, kann sich jeder im Umsatz sehr schnell hochrechnen, was das bedeutet. Aber das ist ja erst nach und nach. Man hat jetzt erstmal einen Schuldenberg, den man so vor sich hinträgt. Und wir wissen noch nicht, wie lange. Jeder Tag kostet Geld und dazu gibt es bis jetzt noch keine Lösung. Das heißt, wir haben weder Stundung, wir haben nur Stundung und wir haben nur KfW-Kredite, die man dann unter äußersten komplizierten Anträgen bekommen kann. Und das ist auch nochmal unterschiedlich, welcher Betrieb ist saniert oder welcher kam angeschlagen, welcher ist eigentlich schon in der Insolvenz und deswegen ist es nicht so einfach. Und deswegen gehen wir diesen Freitag um 11 Uhr, also wir in München, an
am Odeonsplatz Feldherrenhalle mit 800 Stühlen bestuhlen wir das mit Presse, mit Fernsehen und das findet zeitgleich also statt in bis jetzt 52 Städten. Und ich glaube, wir erreichen damit zigtausende von Gastronomen, Hoteliers, auch vor allen Dingen Kneipen und Barbesitzer, die es ja mit 7% Speisen noch völlig unberührt oder völlig alleingelassen werden. Also haben wir einen Teilerfolg, aber wir haben noch keinen richtig guten Erfolg, wo wir am Ende des Tages sagen können, jeder Betrieb bekommt finanzielle Hilfe, die er nicht zurückbezahlen muss. Und wir haben jetzt die Pressemitteilung heute nochmal ändern lassen. Ich bin jetzt eben um 16 Uhr da nochmal im Call, weil wir natürlich die 7%, die wir gestern auch die wir für Freitag auf der Agenda haben, natürlich auch jetzt streichen können. Nur wir müssen an alle denken und dafür reicht die 7% nicht aus. Und ich kann nur dazu appellieren, geht auf die Seite, helft mit. Es findet in allen Städten in Deutschland statt. Und wir wollen nochmal diese Chance nutzen, wo uns jetzt alle zuhören, vor allen Dingen auch mal Vertreter der Gastronomie, und das hat ja bisher noch gar nicht stattgefunden, mal ins Boot zu holen, um zu sagen, die Politiker haben ja noch keinen Gastronomen ins Boot geholt, der mal sagt in der Krisensitzung, was wäre denn eine Lösung für Bars, für Hotels, für Restaurants, Kompetenzgespräche führen, Lösungen zu finden. Wir sind ja als Gastronomen immer lösungsorientiert und meistens flexibel. Und dahergehend hat es nicht mal die Nähe zu uns stattgefunden, sondern es wurde nur auf politischer Ebene, und wir wissen alle, dass die Politiker keine Gastronomen sind und vor allen Dingen nicht in der Operation stehen, ihnen das mitzuteilen, wie man gewisse Lösungswege finden kann im Catering, in der Hotellerie, im Fine Dining, im Systembereich und auch in Clubs und Diskotheken. Und da finde ich es sehr schade. Und diesen Appell müssen wir mit aller Kraft am Freitag eben morgen in Szene setzen, mit dem Ziel, dass wir natürlich irgendwo in Deutschland in den Nachrichten landen, weil nur dann verstehen uns die Politiker nicht nur über die Presse, die einfach dann vielleicht zu schwach ist, um Großes durchzusetzen. Ich möchte nicht sagen, dass Deutschland, ich bin jetzt nicht ganz bei Österreich, der Hilfspakete, die geschnürt haben, ich möchte nicht sagen, dass die Regierung nichts getan hat. Also ich würde auch mal hier Lob aussprechen, dass die Maximales gegeben haben, bis jetzt mit Änderungen da sind. Ich möchte nicht diese Entscheidungen aktuell treffen, weil die haben ja auch wirtschaftlichen Synergien und die haben vor allen Dingen auch, ja, es steht immer noch die Gesundheit an erster Stelle. Und für meinen Teil kann ich nur sagen, also bei uns in der Gruppe hat sich mit 12, 18 der Geschäftsführer, als Freund und Partner am Coronavirus angesteckt und ist auch mit 52 Jahren verstorben. Und wir hatten da also sogar noch jetzt einen Trauerfall in der Phase, wo die ganze Firma neu strukturiert wird mit Linda Hotels. Also da kann ich nur an der Stelle sagen, das hat uns auch nochmal 4 Tage vom Gleis gezogen. Das zieht immer noch vom Gleis, aber menschlich sehr berührt. Und da hängen Auslandskonzepte dran, die im Hotel, wir haben Hotels gebaut, wir haben anstehenden Beachclub sozusagen auf Sardinien in der Costa Smeralda anstehen, kam der Öffnung dieses Jahr im Juni. Man kann sich vorstellen, welche finanziellen Dimensionen über Deutschland, über Italien da momentan gestreckt werden müssen. Und wenn man sich anschaut, jetzt nehme ich mal Österreich und Deutschland zusammen, wie es um uns herum aussieht, dann müssen wir eigentlich noch froh sein, dass wir eigentlich noch heute solche Gespräche führen können über Perspektiven, über Restrukturierung und über Geschenke von der Bundesregierung. Da geht es in ganz anderen Ländern. Ich bin sehr nah auch an Frankreich dran. Also das ist ein Horror. Ja, und daher muss man auch natürlich nicht nur immer das Negative sehen. Also ich bin da beidseitig. Ich muss mich bedanken an der Politik für die Branche. Aber wir müssen auch nach vorne schauen, dass sie wieder lebt. Und wenn wir als Erster zusperren müssen und als Letzter aufsperren müssen, brauchen wir für diesen Moment Hilfe. Und diesen Hilferuf wollen wir gerne gemeinsam am Freitag in 52 Städten deutschlandweit machen. Und jeder, der Lust und dahinter stehen möchte, ist dazu herzlich willkommen. Ganz eine andere Frage, in ganz einem anderen Bereich. Ich meine, Thomas, wie wenn wir auch in Restaurants schauen, es gibt mittlerweile eigentlich alles, man bekommt alle Produkte aus der ganzen Welt, verschiedenste Gerichte. Das Thema Regionalität, wir sehen jetzt, okay, vielleicht bei der Nahrungsmittel nicht ganz so, aber wir sind abhängig von Masken aus China.
Es wird dort definitiv auch eine Nationalisierung wahrscheinlich geben in verschiedenen Bereichen. Glaubst du, das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität gewinnt es dadurch auch ein bisschen an Auftrieb? Na, wiederum, also das war ja schon einmal ein ganz ein großes Thema, Regionalität und Nachhaltigkeit, bis irgendwann einmal dann natürlich das Thema wahrscheinlich schon mal fast keiner mehr hören konnte, weil eh schon jeder regional gekocht hat und regionale Produkte und nachhaltige Produkte verwendet hat. Wobei ich glaube, dass das dem Ganzen noch einmal Gewicht jetzt verleiht, wie wichtig das jetzt dann wirklich ist. Auch die kleinstrukturierte Landwirtschaft, die wir bei uns in Österreich zu einem sehr großen Teil haben, wie wichtig das ist, auch in einer unglaublichen Qualität aus dem Nachbarort Dinge zu bekommen, dass man vielleicht auch, wie es dann in der Industrie oder in der Wirtschaft dann sein wird, da reden wir jetzt gar nicht nur von Lebensmitteln, dass man vielleicht wieder Produktionszentren wieder zurückholt aus Asien und wieder versucht, bei uns da zu produzieren. Da kostet halt dann vielleicht der Fernseher, nehmen wir halt am Fernseher als Beispiel, wieder ein bisschen mehr, aber er wird wenigstens dann bei uns produziert. Mitarbeiter müssen von uns gestellt werden. Also es ist auch für den Arbeitsmarkt sicher ein anderes Thema. Und ich glaube, dass das auch da sehr zum Nachdenken anregen wird und dass da sehr viel übrig bleiben wird davon. Okay, heißt, es ist ja am Ende des Tages vielleicht auch eine Möglichkeit, ein bisschen was am Preis zu tun als Gastronom. Ja. Am Preis, ja, wenn man was verändern kann und sich was überlegen will, dann kann man jetzt dann ganz genau darüber nachdenken. Man muss intelligent darüber nachdenken. Es ist jetzt nicht der Punkt, jetzt dann, dass man sagt, jetzt müssen wir dann teurer werden, weil sonst geht es sich hinten und vorne aus. Also ich glaube, man muss jetzt dann ganz genau schauen, wie man es macht, mit einem guten Gedanken, mit einem guten Ziel auch voraus, dass man arbeitet, die Mitarbeiter auch wieder mehr wertgeschätzt werden, generell in der ganzen Branche. Und ich glaube, dass wir da aus dieser Krise auch dann wieder gut herausgehen können, auch wenn es eine Zeit dauern wird. Thema Mitarbeiter, ich meine, der Marc hat es kurz angesprochen, er hat gesagt, es ist ja vielleicht auch ein gewisses Mindset ändern, da Erich Falkenstein hat letzte Woche in ein ganz anderes Horn geblasen. Er hat gesagt, hey, wenn wir jetzt nicht auf die Mitarbeiter aufpassen, dann werden sie in anderen Branchen verschwinden und dann kriegen wir die nicht mehr zurück. Wie siehst du das, also die langfristige Aussicht, was das Thema Mitarbeiter betrifft? Das Thema war ja natürlich schon immer ein sehr schwieriges und man hat es ja jedes Jahr in Österreich in der Presse gelesen, wenn da quasi der Winter vor der Tür steht, dass in den ganzen Winterskigebieten, dass die Mitarbeiter nicht mehr gefunden werden, um die Restaurants oder die Hotels auch am Laufen, richtig am Laufen zu halten. Ich habe da Bekannte, die haben ihr Hotel gar nicht aufsperren können, weil sie die Mitarbeiter nicht mehr gefunden haben dafür. Ich denke, es war, wenn ich so an meine Lehrzeit oder meine Zeit nach der Lehre zurückdenke, ich habe mich dann Hotels am Arlberg beworben und da hast du gehofft, dass du eine Zusage bekommst. Heutzutage rufst du an und du kannst am nächsten Tag wahrscheinlich überall anfangen. Also es hat sich natürlich schon ein bisschen verändert, wo da der Grund liegt. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass die Jugend vielleicht andere Wertigkeiten hat, am Wochenende vielleicht nicht unbedingt arbeiten will, am Abend nicht arbeiten will. Vielleicht ist da auch dieses Wörtchen Work-Life-Balance ist für viele sehr wichtig. Ich denke aber auch, dass man vielleicht da jetzt dann auch ansetzen kann, eine Work-Life-Balance auch parallel mit der Gastronomie zu vernetzen und das zu kombinieren, weil ich kann ja meinen Mitarbeitern auch gewisse Sachen ermöglichen. Wir arbeiten zwar viel, aber jeder kann auch oder soll auch dann Zeit für sich auch nebenbei finden und nicht, dass er dann 16 Stunden in der Küche stehen muss oder im Restaurant oder im Hotel. Ja, Marc, ganz Frage da. Andreas Schwienbach hat es reingeschrieben. Er hat geschrieben, zwar Hotelbereich, aber Buffets gibt es ja auch in manchen Restaurants und manche Restaurantkonzepte sind eigentlich auf Buffets aufgebaut. Wie siehst du da die Zukunft, zumindest mal die nahe und vielleicht auch mal die ferne? Ja, also auf der einen Seite ist natürlich momentan Buffet, ich nenne das jetzt mal auch Selbstservice, sicherlich in manchen Sachen sogar jetzt ein Vorteil. Das könnte sogar passen, weil natürlich jetzt über den Service oder Full Service grundsätzlich ist das jetzt könnte das jetzt eine Änderung sein oder es war ja noch vor 2-3 Wochen
bevor das Ganze losging, oder 4 Wochen, war ja das Ganze noch Selbstservice, eigentlich auch im Systembereich eher nicht so prickelnd, jetzt im Hotelbereich, speziell auf die Frage, wenn man den genügenden Abstand einhält und seine Qualität bringt, dann kann ich sehe sogar da noch die größeren Chancen, eben durch diese Infektion, die nicht zu vermehren, eben zu vermindern durch solche Konzepte. Natürlich muss man natürlich die Arbeitsabläufe und die Gästeführung und auch die den Buffetaufbau dementsprechend neu überarbeiten, angepasst an die möglichen Infektionsschutzgesetze, also das Thema Spuckschutz, das Thema, ja, halte ich meine Buffets offen oder nicht, oder muss ich doch noch Mitarbeiter hinter die Buffets stellen, die sozusagen das Essen dann über einen Spuckschutz dann eben ausreichen, so wie es heute die Bäcker machen. Da wird sicherlich eine Änderung geben, aber ich sehe da nicht die Gefahr, weil ich weiß immer, wenn man sich wirklich damit befasst und wenn das Infektionsschutzgesetz folgende Problematik oder Hürden stellt, dass man Lösungen dazu finden kann. Insofern glaube ich, dass es für jeden eine Lösung gibt, die zumindest dazu führen müsste, dass mit einem 50-prozentigen Motor der Wirtschaft unserer Gastronomie auch zumindest der Break-Even zu erreichen ist, um zumindest eine Nullrunde zu erreichen. Und im ersten Schritt ist das ja das allererste Ziel. Und dann kommt das zweite Ziel, wie kommt man wieder an die Renditen ran, um die Schulden oder den Umsatz, den man jetzt einfach tatsächlich verloren hat, und das ist einfach das Schlimme bei uns, man kann ihn einfach nicht mehr aufholen, den wieder in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Ich denke, es funktioniert nur, wenn man denn der Gastronom die Lösungsansätze findet, mit den Politikern, mit der Bank und mit dem Vermieter. Wenn dieser runde Tisch stimmig ist und man das schafft und hinbekommt, dann schafft man es immer meiner Meinung nach gemeinsam. Sobald einer ausschert, wird schwer, und auf das sollte man eben vorbereitet sein zum Thema Restrukturierung. Du hast kurz gesagt, Nullrunde ist jetzt nicht ganz prickelnd die Aussicht. Mit welchen Zukunftsszenarien kalkulierst du? Ich meine, ihr habt viele Betriebe, werdet euch wahrscheinlich auch Gedanken machen, was machen wir, wann XY passiert? Mit welchen Szenarien rechnet ihr da und wie bereitet ihr euch darauf vor? Ja, genau. Also bei uns ist es natürlich so ein bunter Blumenstrauß an verschiedensten Konzepten. Durch das, dass wir veranstaltungsgetrieben sind und auch also Catering, Foyer-Gastronomie und auch Cateringsbetriebe, Kongresse, das ist natürlich ein sehr, sehr schweres Gewicht, bis das letztendlich wieder funktioniert. Da sehe ich jetzt mal die allerdunkelste Zone. Das wird also vor Herbst und tief in den Herbst hinein nicht mehr funktionieren. Keiner kann sich momentan vorstellen, für 1.000 Euro ein Catering zu machen oder in der Philharmonie die Foyer-Gastronomie, wo 2.000 Leute ins Konzert gehen, Kultur- und Theaterveranstaltungen, halte ich mal für momentan aussichtslos. Das wird eher ganz, also wenn überhaupt, noch Ende dieses Jahres stattfinden. Insofern bin ich da momentan konzeptlos. Da kann man nur rangehen und eigentlich mittlerweile sagen, da kann man überhaupt keine Miete mehr zahlen. Und da muss man sich schon überlegen, dass man sogar nicht nur die Miete nicht bezahlt, sondern die Nebenkosten nicht bezahlt und sich mal ausrechnet, was kostet es denn eigentlich, wenn ich einen Mitarbeiter in ein Foyer stelle, den ich letztendlich 200 Euro Umsatz machen lasse, welche Grundkosten habe ich? Im Prinzip habe ich ja quasi keinen Umsatz und habe aber trotzdem noch Kosten. Und insofern muss ich überlegen, wie kann ich mit den Minimumkosten überhaupt noch bis die nächsten 6 Monate leben und in welchem Auflauf an Summen ist das? Das sollte sich jeder an der BWA genau anschauen und wirklich rechnen, notfalls mit dem Steuerberater, weil da sehe ich momentan die größte Herausforderung. Der zweite ist, im Systembereich muss man natürlich überlegen, also alles, was Ketten ist, und Julia könnte funktionieren, ist natürlich jetzt abhängig von den Frequenzen. Und die Frequenzen heißt Shopping Malls, die Frequenzen heißt 1A-Lagen, heißt Marienplatz, heißt Tourismus, heißt Einkäufer, heißt Shopper, dass das natürlich erstmal zu wünschen übrig ist, weil die Leute im Homeoffice sitzen und eher noch zu Hause, wird auch nicht in der ersten Schritt ab Juni sich wesentlich verbessern. Insofern müssen wir Konzeptänderungen wie Takeaway oder auch sogar der Kollege aus Berlin macht es sehr gut. Der hat natürlich aber auch einen tollen Namen dahinter, Tim Raue, der gerade Rezepte für zu Hause zum Kochen entwickelt hat für Takeaway. Das sind also neue kreative Ideen. Da braucht man sicherlich auch ein bisschen einen PR-Motor. Also insofern
Systemkonzepte wie Burger, wie Pizza, wie Pasta, die leben natürlich erstmal von der Frequenz, oder die Franchise-Nehmer haben sich momentan, tun sich natürlich, Geber tun sich auch schwer, weil natürlich die kompletten Franchise-Gebühren auch fehlen. Insofern, also das muss auch eine Wiederbelebung sein. Deswegen, ja, auch da schaut es schwer aus mit der Frequenz, weil uns der Tourismus fehlt. Ich gebe München speziell jetzt nochmal eine Chance, auch für den Sommer, sollte der Sommer gut sein, weil dann vielleicht die Bundesländer München oder Hamburg, die suchen Großstädte, das kann ich mir vorstellen, auch viele Leute zu Hause bleiben. Auch für die Hotellerie sehe ich da Vorteile in heimischen Gebieten. Und nach vorne schauen muss man einfach mit neuen Ideen und dazu einen sehr, sehr dünnen, geschwitzten Bleistift ansetzen und rechnen und schauen, was sind eigentlich meine wirklich tatsächlichen Kosten, mal unabhängig von der Miete, die man momentan sowieso nicht bezahlen muss, aber auch letztendlich auch dann nicht bezahlen soll. Und da muss man an den Tisch. Fine Dining, ja, man muss die Konzepte anpassen. Sharing ist nicht möglich. Also muss man überlegen, geht das Ganze, also speziell jetzt bei uns bei einem Konzept, geht das Ganze auch dann mit kleiner Karte, kleinen Menüs. Und da hat der Thomas schon recht. Also das Thema Regionalität konnte man vor ein paar Wochen nicht hören. Das hat ja quasi jeder gemacht oder damit geworben. Da bin ich aber bei ihm auch. Also das Thema Handwerk, der Nachbarladen, der Milchladen, der Bauer, der Gemüsehändler steht völlig im Fokus wieder. Das heißt wieder ein Miteinander. Und dann ist dieses Schätzen des Lieferanten. Und den darf man nicht vergessen. Also der stirbt ja gerade auch. Den müssen wir auch helfen. Den müssen wir mit ins Boot holen. Der ist ganz, ganz wichtig, mit ihm kommunizieren. Der kriegt keine Rechnungen gerade bezahlt. Der hat keinen Ausstoß. Also denn seine Ware liegt da. Die Mindestgehaltsdatum sind verfallen oder verfallen. Wie kann man das sozial nützen? Wie kann man das zum Vorteil machen? Und wie kann man sein Konzept auf die aktuelle Krise anpassen? Und da muss man Krisenmanagement mit einbeziehen, seine Mitarbeiter mit einbeziehen, Videokonferenzen machen, Ideen entwickeln. Und das ist das, was wir täglich auch machen. Also wir passen unsere Konzepte an, wir sprechen miteinander. Und ich kann nur sagen, da kommen tolle kreative Sachen raus. Ich bin begeistert, welche Ideen die Mitarbeiter, die auch Erholung haben, in Form von zu Hause sitzen, mal zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, um dann auch im Lokal die Konzepte für den Wiederaufbau dementsprechend anzupassen. Thomas, du weißt, also ihr Österreich in Österreich ganz genau ist jetzt noch nicht announced worden, was wie jetzt das ausschauen soll am 15. Aber es ist gesprochen worden von Abständen, ja, Maskenpflicht haben wir schon gesprochen. Seid ihr da vorbereitet, was jetzt diese Abstände betrifft, beziehungsweise hat das überhaupt einen Einfluss auf euch? Und hast du da Tipps vielleicht für Kollegen da draußen, auf was sie achten können? So wie es der Marco vorher gesagt hat, die Gesundheit steht natürlich an erster Stelle und hat man auch die Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, die dann natürlich wieder arbeiten dürfen. Wenn einer sagt, er möchte in der Situation nicht arbeiten, dann muss man das dann wahrscheinlich auch verstehen. Mhm. Andererseits glaube ich, dass man alles dafür tun muss, um einfach auch diese Vorschriften dann auch einzuhalten. Also es nutzt da nichts, wenn ich dann sage, ach, so genau wird es schon nicht sein, dann schaffe ich eigentlich nicht das Vertrauen für den Gast, der bei uns im Restaurant sitzt. Der wird sich dann auch nicht wohlfühlen, wenn der nächste Tisch vielleicht wirklich zu nahe steht, wo er vielleicht noch vor einem halben Jahr gar nichts gesagt hat. Also ich glaube, da muss man schon sehr konsequent und sehr genau sein und dann wird man auch da bis zu einem gewissen Punkt ein Vertrauen schaffen und erfolgreich sein können. Es geht natürlich um den Gast, dass er sich wohlfühlt, dass er sich sicher fühlt und auch um den Mitarbeiter genauso. Ja, ich meine, das Thema Buffets wird euch jetzt wahrscheinlich nicht ganz so treffen. Vielleicht dann deshalb die Frage eher an den Marc. Wir haben die Frage vom Andreas, der hat nochmal nachgeschossen und hat gesagt, er ist Küchenchef in einem 5-Sterne-Hotel in Südtirol. Und ja, das große Thema Frühstück und Etagenservice. Also viele haben gesagt, hey, lasst uns ausweichen auf Etagenservice, liefern wir halt das Frühstück aufs Zimmer. Ich weiß nicht, wie sehr du da auch mit der Frage beschäftigt hast, aber er fragt sich sozusagen, hey, wie soll das möglich sein? Von der Brille als Hotelier natürlich beantworten, das wäre jetzt falsch. Das machen meine Kollegen sicherlich besser.
Aber natürlich ist auch über den Weg des Etagenservice nachzudenken, weil den Reisenden, das kann ich jetzt auch dazu sagen, gibt es. Und der, der auch in den Hotels jetzt ist, gerade Flesensee von 12.18, die denken natürlich auch darüber nach, diese großen Massen an Frühstücksbuffet-Veranstaltungen mit Abstand zu halten, dass das eine Variante ist, die man natürlich ausarbeiten muss und anpassen muss. Aber ich finde es sehr gut, wenn jemand alleine ist oder auch zu zweit ist, mit der Familie unterwegs ist, diesen Frühstücksetagenservice zu machen. Das ist, sagen wir mal, das Essen auf Rädern. Und warum soll das nicht perfektioniert werden? Warum soll das nicht, damals ist es ja ein Zusatzgeschäft gewesen für Leute, die länger schlafen oder die den Extraservice haben wollen oder die einfach keine Lust hatten, sich in den Frühstücksräumen aufzuhalten. Ich finde, das kann man exklusiver gestalten, das kann man noch mit mehr Dienstleistung gestalten und nicht nur so als Nebengeschäft sehen. Und daher sehe ich auch große Chancen in der Entwicklung der Hotellerie, quer zu denken, kreativ zu sein und Wege zu finden, wie man mit Gloschen und auch Foodtransporten in den Zimmer, Roomservice, einfach nochmal den Highlight für die Gäste, ihnen jetzt aus dieser schweren Zeit, wo sie sich in den Städten Urlaub nehmen, auch nochmal wirklich gemütlich auch das Essen zu servieren. Und das sehe ich genauso am Abend wie mittags. Warum nicht? Die Küche ist da, die Mitarbeiter sind da, die Logistik ist sowieso da. Und daher sehe ich große Chancen, wenn man sich da reinversetzt in diese Situation, gute Konzepte zu schneidern. Kommen wir eigentlich schon auch zur Endrunde. Also wenn alle Diskussionsteilnehmer oder Zuschauer, wenn ihr noch Fragen habt, bitte noch schnell reinposten. Haben begrenzt Zeit. Ja, die letzte Frage nach beiden. Immer die Frage der Chancen. Viele sprechen davon, also Krisenzeiten, wenn wir uns die letzten Krisen angeschaut haben, viele neue Dinge sind daraus entstanden. Thomas, was ist die Chance oder welche Chancen siehst du für die Branche? Also ich glaube, zum einen, wenn einmal das alles gut überstanden ist, ich glaube, dass zum einen eine andere Wertschätzung wieder für die Arbeit da ist, die man vielleicht auch in der Gastronomie leistet. Ich denke, dass es vielleicht auch den einen oder anderen Gast dann auch einmal vielleicht betrifft, wenn er einmal vielleicht 5 Minuten länger auf ein Getränk oder aufs Essen warten muss, dass ihm das dann vielleicht auch nicht unbedingt stört. Also das sehe ich vielleicht jetzt einmal als einen Vorteil, dass man vielleicht aus dem Ganzen auch ein bisschen einen anderen Genuss, ein anderes Wohlfühlen dann wieder für sich selber findet. Chancen sind immer da, es kommt immer natürlich darauf an, wie man dann das Ganze dann natürlich für sich selber umsetzt, wie groß, dass man dann gleich danach denken will, ob man einen Schritt nach dem nächsten machen will. Und ich glaube, da wird uns auch nicht viel anderes übrig bleiben, um einfach abzuwarten, was auf uns zukommt. Und weil das kann ja auch keiner prognostizieren. Wir können jetzt mit voller Euphorie sagen, wir starten wieder, wir sind motiviert, wir sind kreativ. Wenn die Gäste dann aber vielleicht am Anfang doch nicht so kommen, wie wir uns das dann vorstellen, dann müssen wir auch Geduld haben und diese Geduld ist dann sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Ja, vielen, vielen Dank. Man hört schon erstes, also ich habe letztens erst mit einem Bekannten gesprochen, der hat mehrere Boutique, sozusagen Modegeschäfte und der hat gesagt, da sind sie jetzt ein bisschen deprimiert, weil der Ansturm war jetzt doch nicht so, wie sie das erwartet haben. Mhm. Marc, Chancen für die Gastronomie, ich meine, hast du dir Gedanken gemacht, sicher schon, aber was glaubst du, ist die große Chance jetzt für die Gastronomie und für die Zukunft in der wahrscheinlich schwierigsten Zeit, die sie bis jetzt durchgemacht hat? Ja, die Chance ist, die Betriebe, wo man vielleicht als Gastronom, Einzelgastronom wird oder auch jemand, der mehrere Betriebe macht oder Partnerschaften macht, wie ich das auch habe, sich nochmal wieder zu finden. Das, was man immer schon verändern wollte, jetzt zu tun. Auch die Gespräche mit den Mitarbeitern kann man sehr hervorragend über die Media-Tools machen. Und ich sehe vor allen Dingen eine Chance, dass jeder sich nochmal Gedanken machen muss, ist er in seinem richtigen Betrieb, möchte er weitermachen auch unter diesen Umständen. Diese Frage muss man sich natürlich grundsätzlich auch mal stellen, weil man sieht erst jetzt, welche Verantwortung man hat. Das sieht man immer erst von der Vogelperspektive immer, immer schwer, wenn wir in einem 16-Stunden-Operation-Geschäft stehen, dann sind wir froh, wenn wir ins Bett kommen und unsere 5 Stunden Schlaf haben.
Aber ich habe es zu Eingang schon gesagt, also was ich ganz toll finde, ist die Solidarität und die Wertschätzung, die schon bereits stattfindet, auch nicht nur von den Kunden, die schon schreiben, wann macht ihr endlich wieder auf, wir freuen uns so. Also da wird eine Wertschätzung stattfinden, das hoffe ich. Wir brauchen Geduld. Solidarisch ist es ohnehin, auch mit den Kollegen. Also ich habe mich in den letzten Wochen mit mehr Kollegen unterhalten, wo man früher immer dachte, das sind Konkurrierende. Man hat sich auf Fachebene ausgetauscht, man ist freundschaftlich geworden, man rückt zusammen, man zieht an einem Strang, man sitzt in einem Boot. Das ist auch also eine tolle Chance, sich besser auf eine andere Art kennenzulernen und nicht nochmal zu Acht zu lassen. Also ich habe keine Angst für die Expansion, gerade jetzt einen Laden umzubauen, den man sich immer gewünscht hat, vielleicht zu anderen Konditionen, um nächstes Jahr sauber aufzusetzen mit seinem Wunschprojekt, sollte man sich auch überlegen und die Chance vielleicht herausarbeiten. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Es war super spannend. Ich glaube auch für die Leute, die zugeschaut haben und zugehört haben, wieder ein bisschen mehr Information. Auch danke nochmal für die Positivität. Das ist wirklich wichtig in so einer Zeit. An die Zuschauer, vielen, vielen Dank. Wir haben nächste Woche wieder ein Webinar. Ein anderes Thema diesmal. Ja, Marc, Thomas, viele, viele Grüße nach Hause. Und dann euch auch nach Österreich. Danke. Vielen Dank an die Zuschauer. Und viele, liebe Grüße. Thomas, alles Gute. Bis bald. Danke. Auch dir alles Gute. Bleibt gesund. Schaut's an euch. Alles Gute. Danke zusammen. Ciao. Tschüss. Danke.